Kinder, ihr habt es gleich geschafft. Endlich. Ich verteile euch jetzt nur noch die Zeugnisse. Pia, sehr gut. Du auch, Elin. Du hast dich stark in Mathe verbessert. Juhu, eine 2. Luis, sehr schön. Milo, du auch. Yara und Lena, ebenfalls sehr gut. Ihr könntet im nächsten Schuljahr allerdings ein bisschen weniger quatschen im Unterricht. Ich habe in Deutsch und Kunst eine 1. Ich habe in Sport und Kunst auch eine 1. Jungs, bei euch weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Ich habe in Französisch eine 4, juhu! Ich auch, Lenny! Und jetzt wünsche ich euch wunderschöne Sommerferien. Bis in 5 Wochen. Juhu, endlich! Juhu, Sommerferien! Juhu. Endlich haben wir Ferien. Das stimmt, ich freue mich schon richtig auf den Urlaub. Ich wünsche dir schöne Ferien, Lena. Danke, ich dir auch, Milo. Wollen wir heute Nachmittag vielleicht in die Stadt? Oh ja, gute Idee. Dann bis später. Hallo Mama. Hallo Lena. Na, endlich Ferien. Und, hast du dein Zeugnis bekommen? Ja, schau hier, Papa. Wow, super, Lena. Ich bin stolz auf dich. Und was hast du heute Nachmittag noch so vor? Ich möchte mit Yara in die Stadt gehen. Darf ich mitkommen? Nein, ganz sicher nicht. Nie streiten, Kinder. Mira, wir wollten doch sowieso zu Oma gehen. Hallo, Lena. Hallo, Yara, ich komm rüber. Wo wollen wir zuerst hin? Ich möchte unbedingt in den neuen Bastelladen. Oh ja, gute Idee. Das sieht ja schön aus. Hallo ihr zwei. Hallo. Oh, schau mal, Lena, hier gibt's ganz viel Bastelpapier. Das ist ja schön. Hier unten gibt's auch noch Hefte. Komm, wir gehen mal nach da drüben. Ist gut. Schau, hier gibt's Filz. Ja, aber das brauche ich nicht. Ich auch nicht, davon haben wir genug zu Hause. Aber guck mal, da vorne, da gibt's ganz viele Farben. Die sind alle wunderschön. Ja, und die Pinsel sind so flauschig. Oh, schau mal, Lena, hier gibt's auch noch Karten. Oh, die sind auch schön. Ich glaube, ich nehme die hier mit den Fischen. Hallo, einmal diese Karte. Das macht dann 2 Euro, bitte. Können wir als nächstes in den Kleiderladen? Ja, ist gut. Hallo zusammen, braucht ihr Hilfe? Nein, wir schauen uns erstmal um. Ich brauche dringendst ein Sommerkleid. Schau mal, Lena, hier gibt's Kleider. Ja, aber ich glaube, die sind für Erwachsene. Komm, wir gehen mal nach da hinten. Wow, das Kleid ist ja wunderschön. Ja, aber das ist dir viel zu groß, Yara. Schau mal, dieser blaue Rock ist voll schön. Oh ja, der würde dir sicher stehen. Aber leider gibt's den nicht in meiner Größe. Schau mal, Lena, da vorne gibt's nochmals einen blauen Rock. Oh ja, den probiere ich an. Wow, das ist wunderschön. Ja, der steht dir richtig gut. Den kaufe ich. Jetzt brauchen wir nur noch was für dich. Ich möchte das Kleid aus dem Schaufenster anprobieren. Guten Tag, könnten Sie mir das Kleid aus dem Schaufenster geben? Ja, klar. Hier, bitteschön. Der Hut gefällt mir ja, aber das Kleid? Ich glaube, ich kaufe einfach den Hut. Gerne einmal diese 2 Sachen. Das macht dann 56 Euro zusammen. Weißt du, worauf ich gerade richtig Lust hätte, Lena? Wenn du auch ein Eis meinst wie ich? Genau. Dann los, ab zum Eisstand. Lena, das Eis ist zu teuer, ich habe zu wenig Geld. Ja, aber mir reicht's auch nicht mehr ganz. Schade. Dann gehen wir halt nach Hause. Schnell hin! Was machen wir denn jetzt, Lena? Wir müssen den Krankenwagen rufen. Ja, mach das, schnell! Notrufzentrale Keck Fritzen. Hallo, ich bin Lena. In der Marktgasse ist gerade ein Unfall passiert. Mit einer alten Dame. Alles klar. Wie alt ist die Dame denn etwa? Yara, wie alt ist die Dame etwa? Vielleicht so 80? Ungefähr 80. Ja, bitte kommen Sie schnell. Sie bewegt sich nicht mehr. Okay, wir machen uns sofort auf den Weg.
Um Himmels Willen, ich habe alles gesehen, Kinder. Das habt ihr super gemacht. Ich habe auch schon die Polizei angerufen. Bitte alle aus dem Weg. Guten Tag, hier ist der Notarzt. Können Sie mich hören? Das sieht nicht gut aus. Ich hol die Trage. Oje, meinst du, sie ist tot? Ich hoffe nicht. Schau mal, da kommt die Polizei. Guten Tag. Alle, die nichts mit dem Unfall zu tun haben, bitte weitergehen. Hallo ihr zwei, habt ihr was zum Unfall zu sagen? Ja, wir haben alles gesehen und den Krankenwagen angerufen. Von hier kam ein Auto und die Frau ist da über den Fußgängerstreifen gelaufen und das Auto hat sie einfach angefahren. Könnt ihr mir sagen, was es für ein Auto war? Es war klein und rot und die Endziffer waren 44. Super, vielen Dank, das war sehr hilfreich. Alles gut bei Ihnen? Ja, es ist nur die ganze Aufregung. Wie ist der Zustand der Dame? Sie ist wieder bei sich, wir fahren sie jetzt ins Krankenhaus. Komm, Yara, wir gehen nach Hause. Ja, ist gut, Lena. So, vielen Dank für alle Aussagen. Hallo Kinder, ich habe alles gesehen. Ihr habt nicht Ihren Krankenwagen gerufen? Ja, das haben wir. So, Dank möchte ich euch gerne ein Eis spendieren. Echt? Danke! Jetzt können die Sommerferien beginnen. So ihr Lieben, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und habt ihr eigentlich schon Sommerferien? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Tschüss!